Ein besonders verrücktes Mitglied von Team Galactic ist gerade dabei, eine Bombe beim See der Kühnheit zu zünden. Das geht doch nicht. Das müssen wir unbedingt verhindern. Oh, was machst du hier? Ah, hi. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht's mit deinem Pokédex voran? Ist doch scheißegal jetzt! Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt, aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll und im Inneren der Höhle soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hast du die Horde von Anton an der Route 210 gesehen? Ja, ist gar nicht so lange her. Ja, ja, genau. Hinter dem Café an der Route 210. Du hast die Gruppe Anton also gesehen, die sich, ihre Köpfe halten? Wie dem auch sei, gib den Anton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex, da wird sich das für dich lohnen. Meinst du? Mal sehen. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art von Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich muss los, bis bald mal. Okay. Naja, egal. Lasst mich rein da! Den See schützen. Es ist gut zu wissen, dass es immer noch Menschen gibt, die man bewundern kann. Ich glaube, sein Name war Cyrus. Aha. Uns wurde aufgetragen, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wieso das? Oh, ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich um den See zu schützen. Game Freak, eine Frage. Habt ihr gerade noch Platz frei bei euch? Ich würde nämlich ganz gerne als Storywriter bei euch anfangen, denn ich glaube, einfacher kann man sein Geld auf dieser Welt nicht verdienen. Ganz im Ernst, ey. Schon wieder eine solche unglaublich hanebüchende Blockade. Ich meine, gut, das werden nicht so auffällig gekleidete Team Galactic-Mitglieder sein. Aber trotzdem, es ist so schwachsinnig, dass ich jetzt halt ernsthaft nicht zu diesem See komme, sondern gezwungen bin, zu den Anton zu gehen. Ich könnte mich doch theoretisch auch da durch den Wald schleichen. Das könnten die gar nicht überwachen. Aber gut, okay. Wir wollten ja im letzten Part ohnehin hier lang. Dann bin ich mal brav und übergebe den Anton den Geheimtrank. Die Anton stehen im Weg. Sie machen keine Anstalten, sich zu bewegen. Geheimtrank verwenden? Ja. Anton! Sie wurden von ihren chronischen Kopfschmerzen befreit. Sicher? Die wirken immer noch sehr, sehr dämlich. Oh. Ah, gut. Du hast den Geheimtrank verwendet. Anton leiden an chronischen Kopfschmerzen. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meiner Großmutter in Elysees diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elysees geben, also wird es die Reise wohl wert sein. Okay. Die könnte auch irgendwas behaupten, nur weil sie keinen Bock hat, selber hinzugehen, aber ich mach's. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die älteste von Elysees. Und die Stadt selbst. Schau auf deine Karte, gar nicht zu verfehlen. Ich zähle auf dich. Bis später dann. Also war das mit dem Geheimtrank nur ein Vorwand, um mich hierher zu bekommen? So verstehe ich das zumindest. Und eine Sache habe ich vergessen. Wir werden jetzt nämlich, soweit ich mich erinnern kann, die VM auflockern, außerhalb eines Kampfes einsetzen müssen. Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird, deswegen habe ich es bereits Golbat beigebracht. Ja, ich werde jetzt einfach vorübergehend mal
Ja, wieder Aquana. Absetzen. Und Golbat mitnehmen. Habe ich, ne? Ja. Damit wir Auflockern verwenden können. Ich glaube, es ist sogar die einzige... Nee, Quatsch, stimmt nicht. Es gibt zwei Stellen in dem Game, wo man das braucht. Aber die eine ist optional. Und das hier ist die einzige Situation auf dem Hauptweg, wo man Auflockern braucht. Das ist immer noch dieselbe Route, oder? Das heißt, es gibt kein neues Teammitglied für uns. Oh no! Ich wusste, dass das passiert. Ich habe nach dem Scheiß-Item-Suchgerät gesucht. Und es mal wieder verdödelt. Da ist es. Aber ja, es ist immer noch dieselbe Route. Was echt schade ist. Warum ist das denn so? Gibt es irgendeinen Grund, weshalb die Routen in Sinnoh so mega groß sind? Bei der Route 212 war das ja auch schon so. Die hätte man locker in zwei Routen aufteilen können und hier auch. Das ist halt ziemlich blöd für den Nuzlocke. Aber damit müssen wir leben. So, ich glaube, es gibt hier versteckte Trainer. Ich meine zumindest hier oben einen Ninja gesehen zu haben. Ja, und da wir eh kein neues Teammitglied bekommen, werde ich jetzt auch gleich einen Schutz einsetzen. EP durch wilde Pokémon möchte ich nicht. Zumal es uns ja auch ganz gut geht. Wobei, hier müsste das Level auf jeden Fall wieder anziehen. Bin gespannt, was auf mich zukommt. Ja, ich habe mich auf jeden Fall nicht verguckt. Man kann sie mit einem guten Auge, mit einem geschulten Auge kann man sie erkennen. Die Ninja. Und der haut gleich mal einen raus. Psyana ist ein Killer. Welches Level? 25. Okay, also jetzt ist wieder Vorsicht geboten. Wir sind zwar dennoch ein paar Level drüber, aber sollten vorsichtig sein. Es wird wahrscheinlich eine Psychoattacke kommen. Ich hoffe es auch, denn ich wechsle Lady Swan rein. Na? Schade. Ruckzucki. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Psyana ist ja eigentlich spezieller Angreifer. Vielleicht wusste es aber auch schon, was geschehen wird und hat es gleich sein gelassen. Und denkt sich so, ja komm, bevor ich jetzt gar keinen Schaden mache, brauche ich wenigstens zweimal Ruckzucki raus. Wenn, dann Props an dich. Gut predicted. Level 33. Yeah, der Boss zeigt seine Federn. 100 bei Angriff, geil. Barnett. Barnett. Weiß nicht so recht. Aber Psychokinese von Mew wird schon regeln, oder? Gruselig. Okay, Prio-Attacke, Schattenstoß, das muss ich jetzt fressen. Und aua, tut das weh. Das ist gemein. Aber die Psychokinese reicht. Ja, schön. Das ist doch ein guter Beginn hier. Es wird auf jeden Fall wieder interessanter. Und Tode können jederzeit passieren. Ich erinnere nur an unseren letzten Arena-Kampf. Zumindest ich habe das nicht kommen sehen, was da mit Nexus geschah. So, auch hier drüben ist einer. Muss echt schauen, dass ich jetzt niemanden vergesse. Aber er hat was von einem Trio gesagt. Es muss also noch irgendwo einen weiteren Ninja geben. Oh, wow. Die hauen jetzt echt einen raus. Guck mal. Tohaido. Dann sollte ich vielleicht das Pipi jetzt mal von der 1 wegnehmen. Auch wenn das Level technisch noch okay ist. Wir setzen zum ersten Mal unser Luxtra ein.
Sieht das schön cool aus? Ja, diese krass gestylten Haare hier scheppern. Und dann dieser böse Blick, seht ihr das so? Ah, dieser Vegeta-Blick. Läuft. Funkensprung. Wobei Berührung bei dem jetzt nicht ganz so geil ist. Vielleicht wäre der Donner von Mew besser gewesen. Und jetzt auch noch die Verwirrung durch Angeberei. Wir müssen treffen, sonst muss ich auswechseln. Und es ist das eingetreten, was nicht eintreten darf. Luxtra versagt. Aber Astuheido hat es auch gut gemacht. Eiszahn geht daneben. Gut. Jetzt Donner. Da kommt die Rache. Auch ein richtig geil designtes Pokémon, wie ich finde. Tohaido. Da stimmt alles. So, wunderbare EP-Teilung. Und es geht weiter mit Lepumentas. Den bekämpfe ich sehr gerne mit Wasser. Werde ich auch diesmal wieder tun. Aber jetzt pausenlos harte Brocken. Cool. Aqua Knarre. Was Besseres haben wir leider noch nicht. Wobei, ich könnte ihm ja Lake beibringen, oder? Da ist zwar auch die Frage, ob ich das nicht vielleicht noch für ein krasseres Pokémon brauche, aber die Überlegung ist da. Weil hier noch mit Aquaknarre rumzuspritzen, ist mir ehrlich gesagt langsam zu blöd. Es ist halt auch eine gute KO-Attacke, wenn der Gegner weniger als die Hälfte KP hat. Ich überlege mir das mal. Ich muss mir dazu die Stats und die Moves, die er noch lernt, anschauen. Kann ich jetzt leider spontan nicht entscheiden. Riolu. Der ist nur Typ Kampf, oder? Das ist ja die Vorentwicklung von Lucario. Sehr krasses Pokémon. Eins der Signature-Pokémon der Generation sogar. Später dann Kampfstahl. Aber ich glaube, Riolu ist nur Kampf. Und viel zu schwach. Aber süß! Sehr süß! Hatte ich in Platin eigentlich ein Lucario? Muss doch fast schon so sein, oder? Ich meine, das ist ein Must-Have-Pokémon. Falls nein, dann gerne auch für diese Nuzlocke hier. Erstmal eine Heilung rausballern für Luxtra. So, damit du weitermachen kannst. Und ich nehme mal wirklich das Pipi von der 1 weg. Okay. Die Route erinnert mich sehr an Höhen, muss ich sagen. Diese eine tropische Route vor dem Wetterinstitut. Ah, ein Hypertrank. Wunderbar. Ja, und gleich noch einer. Ja, läuft. Der letzte Ninja müsste hier sein. Ja. Damit haben wir das Ninjo... Ninjo. Du hast durchgelernt bei Yoda haben. Ninja Trio ist down. Ja, perfekter Wechsel, würde ich mal sagen, was? Quapsel ohne Chance. Der Regen wird dir nicht helfen. Wobei das auch Pipi geschafft hätte, klar. Wollen wir hier nicht anzweifeln.
So, Ninja-Junge Pavel down. Gibt's irgendwas dafür, dass man das Trio besiegt? Nee, oder? Schade, aber war klar. Da oben noch was? Nee? Warum lässt man da so eine Fläche kahl, wenn da gar nichts ist? Aber dafür hier, ein Hyperheiler. Kann gut sein, dass im südlichen Bereich auch noch ein verstecktes Item ist, aber... Wir machen ja hier keine 100% oder so. Ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich finde. Hier noch ein Hyperball. Bringt mir hier auf der Route leider nicht viel. Kein weiterer Encounter. Belastet mich. Warum ist das keine neue Route? Hier, guckt das mal an. Das ist doch... Naja. Jetzt brauchen wir jedenfalls auflockern, sonst sehen wir gar nichts mehr. Auch wenn ich mich frage, wo so plötzlich der ganze Nebel herkommt. Sind wir hier in der Geisterbahn oder was? Okay, hier geht's schon wieder weiter. Und da brauchen wir Zerschneider! Oh Mann! Warte. Vielleicht kann Golbert das ja lernen. Also ich schließe es nicht aus. Oh wow, Ninja-Junge mit Polygon Z. Der ist ja jetzt von Typ Psycho. Und hat wahrscheinlich hohe Spezialdefensive. Also hauen wir mal einen physischen Biss raus. Was sollte das jetzt... Ist der doch nicht vom Psycho? Sind die alle von Typ Normal? Alle drei? What? Also bei diesem Design und diesem Namen, das muss doch ein Psycho-Pokémon sein. WTF? Im Ernst? LOL! Tatsache! Okay, das muss ich mir unbedingt merken. Das ist, glaube ich, ein Fehler, der ist tief in mir verankert. Tatsächlich, die gesamte Porygon-Reihe ist Typ Normal. Ich ergebe mich, sorry. Oh, was kommt denn jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Scheiße! Einfach einen MVP reinschmeißen, der wird schon regeln. Jetzt ist es Radfratz, pass auf. Oh nee, Reptain. Aber die sind wirklich alle Typ Normal? What? Das ist eine Offenbarung jetzt für mich. Ich sehe die Kommentare schon vor mir, so von wegen, endlich hat er es gecheckt, endlich hat er es gesehen. Ich sag's ihm schon seit 5 Jahren. Gerade dieses Porygon Z, was kann das alles für Attacken? Das kann doch Psychokinese, das kann doch Donnerblitz, das kann doch Flammenwurf, oder? Ich glaube. Ja, aber es ist halt ein Mischmasch-Pokémon aus der Wissenschaft. Die können so einiges. Na gut, muss ich abspeichern. Typ Normal, alle drei. Wichtig. Ui, Rettern. Der ist chancenlos gegen Psycho, aber auch gegen Boden. Wir tauschen mal. Es gibt normal! Ich komme immer noch nicht drauf klar! Was? Das haben die Entwickler, glaube ich, mit Absicht gemacht, um die Spieler zu verwirren. Und ich bin der Letzte dieser Welt, der es checkt. Mhm. Ich kann es wenigstens mit Humor sehen, okay? Ach, und Kokuna. Lame. Das ist so schlimm im Sommer, ne? Das Zimmer war so brutal heiß. Ich habe kurz Fenster aufgemacht, jetzt um 22 Uhr. Und schon sind zig Insekten hier.
die entweder auf meinem Bildschirm jetzt rumschwirren oder auf meinen Armen und versuchen, mich auszusaugen. Ich glaube, ich muss echt mal so einen Typen anrufen, der mir so ein richtig geiles Insektennetz da dran macht. Ja, kann ich jedem auch nur empfehlen. Hatte ich in einer meiner älteren Wohnungen und das hat schon, ja, zu 90% die Viecher draußen gehalten. Das geht echt gar nicht. Miss Simmix, nun auch auf 30. Na, wer hätte gedacht, dass das Pipi so lange durchhält? Bestimmt keiner von euch. Ich auch nicht übrigens. Ja, was nun? Soll ich jetzt noch Zerschneider holen oder was? Keine Ahnung. Würde ich die VM auflockern beherrschen, könnte ich schönes Wetter machen. Wie es funktioniert, ein Vogel-Pokémon schlägt mit seinen Flügeln und lockert damit den Nebel auf. So habe ich mir das auch immer vorgestellt. So, komm, sag mir, dass du Zerschneider kannst, Golbat. Hass allen VMs! Aber lässt sich jetzt nicht ändern, ne? Ich hab jetzt... Wofür war das denn jetzt? Das war für nichts und wieder nichts? Mal schauen, vielleicht kommt ja noch eine Situation, in der ich Zerschneiderer brauche. Ich will's mal hoffen, denn ich habe jetzt eben auch Pixie ablegen müssen und es ist halt schon irgendwie nicht so geil, wenn wir jetzt nur noch 4 Teammitglieder zur Auswahl haben. Ne? Oh, das Trainer-Level ist nochmal angestiegen, sehe ich gerade. Oha. Das erhöht jetzt nochmals den Druck. Mit 4 Teammitgliedern nach Elysees. Na, klasse. Und Strohi ist gar nicht mal so stark. Ne? Auch das darf man nicht vergessen. Allerdings diese Trainerin auch nicht. Was soll eigentlich bei der Fluganimation dieser Kreis? Habe ich nie verstanden. Was soll dieser Kreis? Was bedeutet das denn? Ich meine, es muss sich ja ein Designer da rangesetzt haben und gesagt haben, okay, bei der Attacke Flug machen wir so einen Kreis, der so nach oben zieht. Aber, was ist das? Was soll das? Oder ist das einfach so eine, was soll ich sagen, so ein Kompromiss gewesen? Weil das Speicherplatz gespart hat? Weil es vielleicht zu aufwendig gewesen wäre, jedes Pokémon, das Fliegen lernen kann, noch zusätzlich so zu animieren, dass es da oben durch den Screen fliegt? Dass man einfach gesagt hat, okay, man nimmt universell diesen Kreis? Also das kann ich mir halt vorstellen, weil die alten Pokémon-Spiele haben ja, oder eigentlich alle Pokémon-Spiele, fast alle, haben immer komplett die Leistung aus dem jeweiligen System rausgezogen.
Und ja, gerade Diamant und Pearl hatten auch ziemliche Probleme mit der Hardware. Wurde dann ja in Platin gut optimiert. So, und ich werde den Teufel tun und mit Lukas gegen Chelgera kämpfen. Das ist kompletter Wahnsinn. Lady Swan, du bist wieder gefragt. Doppelkämpfe machen mir immer Angst. Und das Dratini könnte Drachenwut drauf haben. Paralyse wäre geil, kriegt er aber nicht. Schade. Hätte einiges einfacher gemacht. Und Drachenwut kommt, oder? Ja, klar, bei Strohhin Crit. Aber nein, Dratini setzt Agilität ein. Okay. Aber ich krieg's wahrscheinlich auch nicht so schnell besiegt. Ach, wir schauen mal. Der Kreis verdünnisiert sich erstmal wieder. Oh, jetzt kommt Drachenwut. Wäre aber auf Lady Swan gegangen. Glück gehabt, Alter. Und ja, wie ich befürchtet hatte, lebt es noch. Shelterer mit dem Fluch. Nicht unklug. Es bereitet sich auf den Treffer von Lady Swan vor und könnte jetzt sogar überleben. Ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube, die Verteidigungswerte von dem Teil waren auch gar nicht so schlecht. Also ja. Ja, es überlebt. Mal wieder mit dem berühmten 1 KP. Und die Drachenwut trifft bei Luxio ein. Luxra, verdammt, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass es sich bereits entwickelt hat. Roter Bereich ist Belasto. Hat das Shelterer schon angegriffen? Oh mein Gott. Wenn der jetzt eine Angriffsattacke gemacht hätte auf Strohi, egal was, er wäre down gegangen. Wechsel! Oh mein Gott. Und du besiegst es jetzt. Stahlflügel. Ich kann von Glück reden, dass die KI hier richtig dumm reagiert hat. Weil Fluch hat halt gar keinen Sinn gemacht. Sheesh. Das wäre der Tod von Luxra gewesen. Sag's ja, Doppelkämpfe sind heftig. Ich habe ein bisschen Kumu-Milch wieder gekauft. Ist ja hier um die Ecke das Café. Hat sich angeboten. So, jetzt kann's weitergehen. Auf dem Weg nach Elysees. Und da haben wir schon den nächsten Ass-Trainer. Hier ist wohl nur die Elite unterwegs. Aha! Ein Schnurrgast! Ich glaube, das hatten wir in diesem Let's Play noch nicht. Wie ich lernen musste, eben nicht vom Typ Unlicht, nur Typ Normal. Aber wir haben keine Kampfattacke mehr. Außer Zertrümmerer. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie viel das abzieht. Wenn es Lukas ausführt. Ich habe ihn also zu wissenschaftlichen Zwecken eingewechselt. Nicht, weil ich es als die klügste Option halte. Aber wir schauen mal. Gott, dann ging die Kratzfurie daneben. Sowas geht mir immer auf den Sack. Wenn es 30 Sekunden dauert, bis er fertig ist. Ah, fast die Hälfte. Schön, Verteidigung gesenkt. Damit können wir ihn dann doch Two-Hit KO'en. Geil. Solche Attacken sind die schlimmsten in der vierten Generation. Da kannst du dir nebenbei einen Kaffee machen, dann ist der immer noch nicht fertig.
So, fette Katze down. Das hat doch ganz gut geklappt. Und Level 32 erreicht. Nach Tara. Übelst defensiv. Kein Mittel in der Hand, nur Kampf. Aber halt erneut nur von Lukas. Ob das den gewünschten Effekt bringt? Also da werden wir jetzt schon 3 Hits brauchen. Ja, oder 4 sogar. Ich sehe, du weißt, was du zu tun hast. Verteidigung senken. Das ist ein gutes Mittel gegen Naktara, ja. Werden es dann doch die 3... Oh! Oh! What? Statt 4 Treffer 2! Verteidigung gesenkt und gecrittet. Wobei man sagen muss, der Crit ignoriert ja sämtliche Buffs und Nerfs. Also die ganzen Stats, die da in irgendeiner Weise verändert werden. Das spielt keine Rolle. Sehr effektive Attacke mit einem Crit ist halt brutale Zerstörung. So, was kommt denn jetzt? Ich hab's wieder nicht gesehen. Spielzeug für Mew. Oh, Potrot. Auch wieder sehr speziell und defensiv. Wobei, muss nicht sein. Kommt drauf an, was er sich für Stats schnappt. Ich lasse es am besten gar nicht erst dazu kommen. Psychokinese. Okay, der hat grundsätzlich schon gute Verteidigungswerte. Aber er kann ja seine Werte mit denen des Gegners tauschen. So ein Quatsch. Oder war das nicht so, dass man... Na, ich will nichts Falsches sagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja nochmal über Poltrott in den Kommentaren aufklären. Aber er konnte auf jeden Fall Werte vertauschen und sowas. Ja, es geht weiter mit Trainern in allen Richtungen. Den kriegen wir noch hin heute, hoffe ich. Ja. Nein. Feuer, Stahl. Das hört sich jetzt einfach an, wenn man hier das Lukas sieht, aber wir haben schon Schaden gefressen. Und Metallsound, was macht das? Verteidigung oder Angriff senken? Spezialverteidigung sinkt stark. Aber jetzt eine Heilung zu spielen, bringt mir auch nichts. Schlammbombe. Mach jetzt keinen Bockmist am Ende des Parts, Alter. Mach nochmal den Metallsound. Okay. Dann tausche ich einfach. Weil er könnte mich jetzt mit einem Furz besiegen. Ja, tschüssi! Ich wünsche dir noch einen schönen Tag! Aber auch Mew muss aufpassen. Holy shit. Ich weiß nicht, was er auf 27 drauf hat. Antikkraft. Oh, das ist kein Step-Move. Ja, es ist kein Step-Move. Juckt also relativ wenig. Psychokinese! Ich dachte kurz, der setzt einen Hypertrank ein, der Trainer. Tut er nicht! Oh! Angst gehabt bei diesem Heatran. Hätte auch böse ausgehen können. Heftige Route. Aber macht Spaß. Bald geht's weiter. Ciao.